Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, wie es weitergeht. Ist eine Kräuterkundler-Quest und bekommt ihr, wenn ihr ein Akundas Biss sammelt, nachdem ihr die ganzen Vorquests gemacht habt. Die letzte Vorquest ist zurück zur Natur. Dadurch habt ihr erhalten Akundas Biss Rang 2. Und dann benötigt ihr noch Kräuterkunde von Cultivas, laut Internetinformationen, Stufe 120. Dann einfach ein Akundas Biss sammeln. Und wie ihr seht, ihr bekommt geladene Blitzschlagkapsel. Hab sie angenommen, hab sie gelootet und dadurch die Quest bekommen, wie es weitergeht. Ist auch automatisch angenommen. Ich mache das jetzt nur, damit dieses Fenster da oben weggeht. Nun darf ich Akundas Biss sammeln. 10-mal, ohne einen Schock zu erleiden. Das ist, glaube ich, zufallsbedingt, ob man einen Schock bekommt oder nicht. Hier habe ich anscheinend einen bekommen. Macht aber nichts. Einfach weiter Akundas Biss sammeln. Und irgendwann hat man schon die 10 erreicht. Das heißt nicht irgendwann, sondern wenn man aktiv Akundas Biss sammelt, geht es ziemlich flott, finde ich. Da ist auch wieder eins. Mal schauen, ob man das erkennt, dass man einen Schock bekommt. Ah, hier habe ich wohl keinen bekommen. Ja, das ist auch an sich egal, ob man es erkennt oder nicht. Man sieht ja am Quest-Fortschritt, ob man weiterkommt oder nicht. Ich werde jetzt einfach weiter Akundas Biss sammeln. Aha, weit verschwunden anscheinend. Super Sache. Versuche den Mobs ein bisschen auszuweichen. Akundas Biss gibt es, soweit ich weiß, nur im Gebiet Voldun auf dem Horde-Kontinent. Woanders habe ich es noch nicht gefunden. Und laut Internetinformationen gibt es dieses Kraut auch nicht woanders. Mineraliensuche mache ich aus. Ich will ja nur Kräuter. Und wie es scheint, habe ich gerade Pech. Gerade sind nicht so viele da. Aber ich gebe nicht auf. Das ist was anderes, will ich nicht. Hier in dem Gebiet soll es eigentlich viele geben. Da haben wir auch schon eins, ich glaube, das ist unten, jawohl. So. 2 von 10. Oben gibt es auch noch eins. Drei von 10. Ich muss ich gleich kämpfen. Mal schauen. Aha, da hat man es, glaube ich, gehört. Sein. Dann suche ich mal weiter.
4 von 10, wunderbar. Toll, das ist unten. Ich hole das. Aha. Okay, da muss ich ein bisschen kämpfen. Sollte nicht das Problem sein. Ja, dich töte ich auch. Von 10, wunderbar. Da ist noch eins, aber das sind so viele Gegner. Na, mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück und ich werde nicht abgemountet. Looten, unterbrochen. Okay. Ja, da edet noch was. Habe ich aber schnell getötet. Ein Schock. Wunderbar. Und ich hoffe, gleich habe ich mein 7 von 10. Sobald ich hier unten loote, aber wie es aussieht, muss ich hier auch kämpfen. Hoppala, was habe ich da gemacht? Ich wollte stunnen. So. Ein Schock. Hab extra noch herangezoomt. Okay, dann laufe ich mal weiter. Frag mich nur wohin. Sammle nichts auf, da kommt das Biss. Oh, super, da ist einer. 8 von 10. Der muss. Nein. Glaub ich hätte weiter hochlaufen sollen. Das mache ich jetzt. Oh, das sind viele Gegner. Das Gebiet ist mir unsympathisch. Und Cooldowns habe ich auch nicht. Ah, ich habe Schattenmimik. Wunderbar. So. Glück gehabt. Hier ist noch ein Akundas Biss. Wie komme ich da hin? So komme ich dahin. Perfekt. Ah, da war der Schock. Schade, schade. Da oben ist eins, aber da laufe ich jetzt nicht extra hoch. Da oben wäre auch eins. Na super, dann laufe ich doch da hoch. Neun von 10. Und ich hoffe gleich 10 von 10. Keine Gegner hier. Super Sache. Und 10 von 10. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Einfach aufgeplopptes Fenster anklicken, Quest beenden. Oder wenn ihr das ausgeblendet habt, einfach auf Kräuterkunde gehen im Questlog, wie es weitergeht anklicken, dann Quest beenden klicken und ihr habt dieses Fenster, wo ihr die Quest beenden könnt. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao!